und die wollten euch ganz einfach das Bier nicht verderben und haben das sehr soft gemacht. Aber was wir jetzt die letzten 3 Jahre erlebt haben in diesem Land, ist unfassbar gruselig und wir vergessen so schnell. Und daher ist es so wichtig, dass man sich wirklich gut daran erinnert, wer alle mitgemacht hat. Da waren sie alle dabei. Da war der Kurz dabei mit "Es werden viele sterben und du wirst Oma und Opa umbringen". Da war eine Frau Edtstadler dabei, die Grauslichkeiten von sich gegeben hat. Da war die Frau Hanne-Mikl-Leitner dabei, die gesagt hat, Menschen, die ungeimpft sind, sind zweiter Klasse und die sind quasi an allem schuld. Und sie haben alle die Impfpflicht gefordert. Sie haben uns alle das Recht abgestanden, dass wir selber wissen, wie wir uns und wofür wir uns entscheiden. Ist es nicht so? In diesem Land eine Spaltung verursacht, die Sie auch alle spüren werden, in Ihren Familien. Ich kenne heute niemanden mehr, der nicht einen Onkel, eine Tante oder auch Vater und Mutter hat, der nicht mehr in Berührung kommt mit seiner Familie, wo Streit ist, wo Zwist ist, wo Krieg ist in der Familie. Und das haben sie bewusst gemacht, weil nur dann, wenn man die Menschen spaltet, dann vereinsamen sie. Und was sie da gesehen haben, ist die Spitze des Eisberges von Vereinsamung. Und deswegen ist es schön, dass sie alle da sind. Und es hat eine unfassbar coole Frequenz, weil vorher hat ja die John Otto Band gesungen. Wie hat sie gesungen? Wir sind eine Familie. Jawohl. Und ohne Familie geht nämlich überhaupt nichts. Das ist einer der Grundwerte. Und es ist wichtig, dass die Menschen die Möglichkeit haben, sich individuell zu entscheiden, was sie möchten. Und es ist wichtig, dass es jemanden gibt, der für Neutralität und Grundrechte einsteht. Und es ist wichtig, dass es jemanden gibt, dem es wurscht ist, ob er noch so schlecht behandelt wird von den Medien, weil er weiß, was er zu sagen hat, weil er die Kernthemen anpackt und weil er sich nicht unterkriegen lässt. Und es ist wichtig, dass es jemanden gibt, der mit euch auf der Straße gestanden ist, mitgefahren hat. Bei den Demonstrationen, dem es vollkommen wurscht war, was sie ihn dann alles genannt haben. Ganz genau. Wir erinnern uns, meine Lieben, nicht vergessen. Und ich will die Wut, die ich da gehört habe in dem Video, das Gepfeife da hinten, das möchte ich bitte auf dem Wahlzettel sehen. Habt ihr es verstanden? Jahr 2023. Liebe Freunde, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen in der Festung Österreich. Ich bin wieder da. Ein paar Tage weg. Da waren sie alle ganz unrund. Aber jetzt mit dieser Stimmung hier und mit der Musik von der John Otto Band und mit dem Radetzky-Marsch, da ist auch der letzte Bacillus verschwunden, der mich in den letzten paar Tagen geplagt hat. Aber das ist halt der Unterschied, nicht? Ich war kurzfristig verwirrt im Hals. Und die Bundesregierung ist permanent verwirrt, ein Stück weiter oben. Und das ist der Zustand, den wir in Österreich haben. Ich kann euch nur sagen, Dankeschön, dass ihr so zahlreich dahergekommen seid. Danke für diese wunderbare Stimmung. Ihr
Sinne des Wortes. Und diese freiheitliche Wucht, die wir brauchen im Jahr 2023, auf der Seite der Bevölkerung gegen eine Regierung, deren Mitglieder ja politisch nur noch Amok laufen, die werden diese Wucht zu spüren bekommen. Liebe Freunde, ganz einfach, in einem Wort, kämpfen, kämpfen, das ist unser Auftrag. Kämpfen dafür, dass in diesem Land endlich auf allen Ebenen, von ganz oben bis ganz unten, Politik gemacht wird für die Interessen der Österreicher, für und nicht wie bisher jedes Mal kerzengerade dagegen. Dafür haben wir zu kämpfen, das ist unser Auftrag, das ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Politik. Auf der Seite der Bevölkerung. Die Bevölkerung und wir, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite dieses komische Gebilde, diese Allianz oder dieses Konglomerat, muss man schon fast sagen, aller anderen Parteien, die sich zwar noch unterscheiden in den Formen und in den Namen, aber da oben sind sie alle gleichgeschaltet. Gleichgeschaltet mit falschen Prioritäten, mit falschen Strategien und mit ihren Abhängigkeiten. Und das spürt man bei all den großen Themen im Land. Und da werden wir ordentlich Mode machen, liebe Freunde. Da fällt mir gleich der Bundespräsident ein. Alexander. Alexander, aber nicht Alexander der Große. Nicht Alexander der Große, das war schön. Das wäre wirklich schön, wenn wir so einen hätten. Nein, Alexander der Schwache. Der fällt mir ein. Der hat gerade einmal nichts zu tun mit neuen Angelobungen. Jetzt hat er wieder ein Video aufgenommen. Gott sei Dank nicht im Unterleib, weil wir sein Vorbild etwas weiter im Osten. Er hat ein Video aufgenommen und in diesem Video spricht er zum wiederholten Male vom Wasserschaden in der Republik. Wir haben einen Wasserschaden. Ja eh, Herr Bundespräsident, ja eh. Aber Sie wissen auch, wenn es einen Wasserschaden gibt, dann gibt es meistens irgendwo einen Dachschaden. Und in Österreich, da haben wir gleich mehrere Dachschäden ganz oben an der Spitze der Republik. Die wirksame Maßnahme gegen diesen totalen Dachschaden, gegen diese Anhäufung von undichten Stellen da ganz oben, das ist ein Totalabriss und eine Erneuerung des Daches. Und sowas heißt in einer Demokratie Neuwahl, liebe Freunde. Das wäre angebracht. Umgebaut hat er ja schon ein paar Mal. War ja überall dabei bei diesen Regierungsumbauten. Dichter ist da nichts geworden da oben. Das haben wir auch alle bemerkt. Und das wäre das Normale, jetzt in Neuwahlen hineinzugehen. Aber weil es normal ist, findet das in Österreich nicht statt mit diesen sogenannten politischen Verantwortungsträgern. Alles, was normal ist, findet nicht statt. Aber alles, was nicht normal ist, das wird vorangetrieben. Der eine, der Alexander, der ist zu schwach und der ist zu müde. Vor ein paar Monaten ist er wenigstens noch selber auf die Begräbnisse gefahren. Bei der Queen war er noch selbst anwesend. Gut, da hat er sich vor Walter Rosenkranz verstecken müssen. Diesmal als der ehemalige, ja genau, da unten sitzt er, der Walter. Danke dir für deinen Einsatz im Präsidentschaftswahlkampf. Und jetzt, wo der ehemalige Papst gestorben ist, da war er selber schon zu müde, da hat er dann einen bekennenden Agnostiker geschickt. Das ist in Zeiten wie diesen ungefähr so, wie wenn du einen grünen Kriegstreiber zu einem Pazifistenkongress sendest. So passend ist das ungefähr. Also der ist zu schwach und die anderen sind einfach zu feige, um zurückzutreten. Die Regierung ist zu feige, um zurückzutreten und sich den Wählern zu stellen. Die machen lieber ihre weltfremde Politik. Jetzt haben sie sich wieder eingesperrt, ein paar Tage in einem Wellnesshotel.
Energie tanken wollen sie dort, habe ich gelesen. Nur wo ich das zwar gesehen habe, den Nehammer und den Kogel am nächsten Tag, ich glaube, die haben was anderes getankt als Energie, liebe Freunde. Auf jeden Fall war es nichts anderes als eine Durchhalteklausur der Selbsthilfegruppe namens Bundesregierung. Da haben sie dann über ein paar Windradeln philosophiert, aber bei den großen Themen, da stecken sie den Kopf in den Sand. Dort, wo es um die Völkerwanderung geht und dort, wo es um die Teuerungslawine geht. Liebe Freunde, nicht Österreich, nicht unsere Sicherheit, nicht unsere Neutralität, nicht unsere Identität, nicht unser Wohlstand, nicht unsere Arbeitsplätze sollen überleben. Nein, 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 das ist alles wurscht. Nehammer und Kogler und Gewessler und Karner und wie sie alle heißen, die sollen überleben bis 2024. Das ist die traurige Neujahrsbotschaft dieser Bundesregierung. Aber da werden wir Ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Und zwar einen ordentlichen, liebe Freunde. Sind wir alle gemeinsam so gefordert. Wir müssen da konsequent dagegenhalten gegen diesen Wahnsinn. Wir müssen weiter diesen fatalen Kurs aufzeigen. Wir müssen den Menschen erklären, was da eigentlich abläuft. Wir müssen ihnen die richtigen Alternativen anbieten. Wir müssen weiter Überzeugungsarbeit leisten. Wir müssen weiter Vertrauen aufbauen und Stimme für Stimme zulegen. Es kommt auf jede einzelne drauf an. Und dann, wenn sie nicht mehr davonlaufen können, dann, wenn sie die Wahlen nicht mehr verschieben können, dann, liebe Freunde, dann werden wir das Kommando übernehmen und dann werden wir in diesem Land retten, was zu retten ist. Und das ist ein Auftrag an euch alle. Und da gehört es natürlich auch dazu, bei den Wahlen, die jetzt unmittelbar anstehen, dass wir Ihnen dort eine ordentliche Zwischenabrechnung präsentieren. Das wird notwendig sein. Eine Zwischenabrechnung für all das, was Sie den Menschen angetan haben und für all das, was Sie Ihnen bis zum heutigen Tag ja in unverminderter Härte weiter antun. Da braucht es eine starke FPÖ. Da braucht es starke freiheitliche Wahlergebnisse, so wie es die Tiroler vorgemacht haben. Danke dir, lieber Markus und deiner Landesgruppe. Ihr habt hier die Initialzündung gegeben. Großartig. Und so soll es heuer weitergehen. Mit Erfolgen in Salzburg und vorher mit Erfolgen in Kärnten. Und jetzt in 14 Tagen mit einem riesigen Erfolg in Niederösterreich. Liebe Freunde, ja genau, mit einem riesigen Erfolg in Niederösterreich. Rot und Schwarz und Grün sind abzustrafen. Und da braucht kein Mensch ein schlechtes Gewissen haben. Und da braucht niemand Angst haben, dass es die Falschen trifft. Nein, da trifft es immer die Richtigen. Das passt schon so, wenn wir diese Herrschaften abstrafen. Lieber Udo, lieber Erwin und liebe Marlene, und ich weiß, ihr werdet das ganz hervorragend machen. Und dann, wenn das erledigt ist, wenn wir diese Aufgabe gemeinsam gemeistert haben, wenn das gelungen ist, dann, liebe Freunde, dann braucht es einen Erfolg bei den Nationalratswahlen. Ich spiele da mit offenen Karten. Es braucht einen freiheitlichen Sieg. Und es ist egal, wann diese Wahlen kommen, und es ist egal, wen sie uns als Gegner gegenüberstehen. Das darf keine Rolle spielen, liebe Freunde. Es ist völlig egal, ob die Schwarzen da vielleicht, ich sage einmal so, den überwurzelten Nehammer ein wenig rund erneuern. Ein Blindgänger ist ein Blindgänger und bleibt ein Blindgänger. Das ist wurscht. Es ist egal, ob sie da eine andere, eine neue Blendgranate nach dem Muster kurz aus dem Hut zaubern. Es ist vollkommen egal, ob sie noch einmal die Farbe wechseln.
Ich weiß zwar nicht, ob überhaupt noch eine frei ist. Weiß, glaube ich. Weiß ist noch frei. Das wird eh passen. Das ist die Farbe der Unschuld. Das wird genau zur österreichischen Volkspartei passen. Es muss uns alles egal sein. Und auch auf der linken Seite muss uns das egal sein. Ob dann die Kandidatin Pamela Joy Randy Wagner heißt, noch einmal frisch auftupiert und das 10. Mal mit einer neuen Frisur und mit einem neuen Beraterstab, vollkommen egal. Und es ist auch ganz egal, ob der pannonische Hetty Verivari Bundeskanzler in den Ring steigt. Auch egal. Dieser Hans-Peter Doskozil, der noch nicht kapiert hat, dass die Österreicher nach Corona spätestens nichts mehr von einer Ampel wissen wollen. Weil der will in Österreich eine Ampel installieren, unter Führung der SPÖ. Da braucht man nur nach Deutschland schauen. Das ist die Regierungskonstellation, die jetzt das einst stolze Deutschland zugrunde richtet. Das braucht man in Österreich auf gar keinen Fall. Etwas anderes ist ganz wichtig, dass wir weiter, so wie wir das bisher getan haben, alle gemeinsam, seit fast 2 Jahren jetzt, dass wir jeden Tag hart, aber trotzdem mit einer Freude und mit einer Leidenschaft und aus dem Herzen heraus daran arbeiten, dass wir die Bevölkerung immer noch ein Stück näher zu uns bringen und dass diese Beziehung zum Volk noch eine engere wird. Das ist unsere Aufgabe, darauf kommt es an. Und wenn wir das tun, dann verspreche ich euch, dann wird es auch die erste Position werden. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und dann gibt es einen freiheitlichen Bundeskanzler, liebe Freunde. Und dann wird es schon jetzt mit den Ohren lassen. Dann werden wir die Prophezeiung der Wahrsagerin der Kronenzeitung widerlegen. Weil eine eigene Wahrsagerin engagiert, die gesagt hat, ich sehe keinen freiheitlichen Kanzler. Naja, kaum ist das erschienen gewesen, haben sich bei mir ein paar Wahrsager gemeldet. Die haben genau das Gegenteil gesagt. So ist es mit den Experten. Ne? Gott sei Dank ist es so, dass bei uns nicht die Wahrsager entscheiden, sondern die Wähler. Und dann wird es einen freiheitlichen Bundeskanzler geben und dann, liebe Freunde, dann wird von der Spitze dieses Landes herab der Schulterschluss vollzogen mit der Bevölkerung. Von der Spitze herab ein Schulterschluss mit den einfachen Leuten. Und dann wird Freiheit einziehen und dann wird Sicherheit einziehen, damit die Menschen endlich ein glückliches Leben führen können. Die wollen ja eh nichts anderes, ein glückliches Leben führen und darauf haben sie einen Anspruch und das wird ihnen jedes Mal verunmöglicht durch eine unfähige Politik. Liebe Freunde, in unserem Konzept, da ist das Volk der Chef und niemand anderer. Das Volk ist der Chef. Und ein freiheitlicher Bundeskanzler, das kann ich euch guten Gewissens versprechen, das wird der erste Diener dieses Volkes sein. Der erste Diener. Ich glaube, da haben ein paar eine Vermutung, wie der erste Diener des Volkes heißen könnte mit Vornamen. Und kein Zuchtmeister von oben herab und kein Besserwisser und kein Manipulator und kein Zwangsbeglücker und vor allem keine Marionette für die mächtigen elitären Zirkel, die glauben, die Politik mit welchen auch Mitteln auch immer in ihre Abhängigkeit zu bringen und sie darin halten zu können. Das wird es nicht spielen. Mir von der WEF und ähnliche Dinge gestohlen bleiben. Warum die alle
Heuer auch wieder. Journalisten, Politiker, zwei österreichische Minister, alle pilgern sie dorthin in die Schweiz zum Kocheck der neuen Weltordnung namens Schwab. Ein Freiheitlicher würde keinen Fuß in eine solche Veranstaltung setzen. Das ist ein Versprechen. Der Wille des Volkes geschehe und nicht der Wille der politischen Eliten. Und das werden wir diesen Freunden in den kommenden Wahlgängen ins Stammbuch schreiben. Und liebe Freunde, da bin ich gleich in Niederösterreich. Da fällt mir gleich was ein zu Niederösterreich, lieber Udo, weil mich hat vor ein paar Tagen jemand gefragt, gesagt, du Herbert, du hast ja früher auch mit Plakaten zu tun gehabt. Und er hat mich gefragt, du, was glaubst du eigentlich, warum ist es so, dass die Mikl Leitner sich auf ihren Plakaten von hinten fotografieren hat lassen? Das ist vom Kopf. Ich meine, beim Erwin Bröll, den hat man wenigstens erkannt mit seiner Glotze. Nicht? Aber warum hat die Mikl Leitner das getan? Und ich habe gesagt, schau, das ist ganz einfach, das ist ganz einfach. Sie traut sich nicht, der eigenen Bevölkerung in die Augen zu schauen. Sie traut sich nicht, dem Udo Landbauer in die Augen zu schauen und sie traut sich nicht, der Wahrheit in die Augen zu schauen. Weil sie ganz genau weiß, welche Schandtaten sie am Kerbholz hat, da in Niederösterreich, aber dann auch in der Zeit, als sie ja auch 2015 Innenministerin in diesem Land gewesen ist. Und da habe ich jetzt eine Ergänzung zu euren kreativen Ansätzen, was die Muttersprache betrifft. Muttersprache Niederösterreich, ha, ha, ha. Bei der Mikl Leitner muss das heißen Muttersprache Afghanistan, Muttersprache Syrien, Muttersprache Türkei, Muttersprache Afrika und was auch immer da. Das sind geschehen im Jahr 2015. Aber es ist halt so. Eine Mikl ist kein Kitzel, ne? Und deshalb hat sie sich umgedreht am Plakat und nicht, weil manche meinen, dass sie vielleicht von hinten, aber wir lassen das, weil das ist dann wirklich unter der Gürtellinie. Ich würde sowas nie sagen. Liebe Freunde, wenn ihr das hier, dieses Ereignis, diese volle Halle, diese Stimmung, die Begeisterung und die Leidenschaft, wenn ihr das einmal vergleicht, ich weiß nicht, wer das getan hat, in einem Anflug von Masochismus, sich das anzuschauen mit dem Wahlauftakt der Frau Mikl Leitner, diese seltsame Veranstaltung, irgendeine Mischung aus einem Scientologen-Seminar und einer Grabesrede, das ist das gewesen, wo sie hölzern und steif mit einem aufgesetzten Pathos irgendwelche Allerweltsphrasen abgesondert hat. Wenn man das vergleicht miteinander, ja, dann weiß man, wer hier in der Vorwärtsbewegung und in der Offensive ist, nämlich unser Landbauer Udo mit seinen niederösterreichischen Freunden. Vergleicht, dann weiß man aber auch, wem der Allerwerteste so richtig auf Grund ist, geht vor der gerechten Strafe der Wähler. Und das ist die österreichische Volkspartei, die schon Ballast abwirft. Ja, den eigenen Namen, den verräumt sie, die eigene Parteifarbe, alles wird verräumt. Die versucht, die Identität zu wechseln vor der Wahl. Ja, liebe Freunde, diese Identität zu wechseln und das Aussehen zu wechseln, das macht doch niemand, der stolz ist auf seine Leistungen. Das macht doch niemand, der etwas vorzuzeigen hat. Das machen ja nur die Gauner und die Stritzis und die Asylbetrüger. Das weiß doch die Mikl Leitner ganz genau. Die weiß das doch. Aber die Flucht wird ja nicht gelingen mit diesen falschen Identitätsangaben. Bei den Bikeriern hat sie es noch selber in der Hand gehabt, wie viele sie hergibt. Bei den Mandaten wird es die Bevölkerung erledigen und ich glaube, die werden da nicht so gnädig mit ihr sein. Ich hoffe darauf. Ja? Und
die Stunde der Gerechtigkeit, das ist die Stunde des Urlandbauern. Man trifft sie immer zweimal im Leben. Und beim ersten Mal, liebe Freunde, da hat die Österreichische Volkspartei Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. Ein unglaubliches Schurkenstück ist es gewesen. Ein Kriminalfall, ein politisches Attentat in Wahrheit auf unseren Udo Landbauer. Tatwaffe, ein Liederbuch. Und jetzt, Udo, geht's in die zweite Runde. Und jetzt wird's wieder musikalisch. Aber diesmal ist kein Liederbuch, sondern diesmal wird die Bevölkerung der Volkspartei den Marsch blasen und auf die Hanne pfeifen. Das ist der musikalische Teil zum zweiten Mal. Interpretiert. Ich spreche nur von der Politik und von erzieherischen Maßnahmen in der Politik. In der Politik ist die gesunde Watschen noch nicht verboten. Und in der Politik ist die gesunde Watschen ein wirklich gutes Erziehungsmittel. Und ich glaube, dass es da ordentlich duschen wird am 29. Jänner für all das, was die aufgeführt haben in der Vergangenheit. Auf den Kopf. Da ist ein gewisser Franz Schnabel der Spitzenkandidat. Also mir hat es ja richtig gerissen. Mir hat es richtig gerissen, wo ich da Überland gefahren bin und dann diese SPÖ-Plakate gesehen habe. Da ist einer drauf, mit einem grauen Gesicht, mit einem schwarzen Anzug, vor einem blutroten Hintergrund. Ich habe gedacht, der Graf Dracula. Der Graf Dracula. Oder ein Plakat für Tanz der Vampire. Aber das ist nicht Tanz der Vampire, das ist die SPÖ. Obwohl Tanz der Vampire, das wird eh ganz gut passen zu den roten Blutsaugern, wenn man sich anschaut, wie sie dort agieren, wo sie was zu sagen haben. Wie zum Beispiel im Roten Ring. Aber das Beste kommt ja noch. Das Beste kommt ja noch. Der Franz Schnabel, im Volksmund der Franze ohne Schanze, bei der Wahl. Also, der hat ein Plakat und auf dem Plakat sagt er von sich selber, ich zitiere wörtlich, er ist der rote Hanni. Der rote Hanni. Also er, der Franz, ist also nach Eigendefinition eigentlich eine Sie oder möchte das zumindest sein. Ja, was ist denn das jetzt? Der Schnabel eine Drag-Queen? Oder was? Oder ein Transgender-Outing, damit man dort ein paar Stimmen generiert. Was ist das? Oder ist es vielleicht doch eine politische Ansage, aber dann wird es ja erst recht bedenklich. Ich habe immer gedacht, er will die Hanni weg haben, jetzt will er selber sein wie die Hanni. Er will das Elend noch verdoppeln. Wir brauchen keine doppelte Hanni. Wir brauchen einen einzigen Udo. Das ist das, was wir in Österreich brauchen. Und ich sehe schon, ihr freut euch so wie ich. Freut euch auch schon auf den 29. Jänner. Und ich freue mich, lieber Udo, wenn ich dich dann in den nächsten Tagen auch noch draußen sozusagen im freien Feld ein wenig unterstützen darf, da werden wir uns ja gerade haben. Und wenn das alles noch, wenn das alles dann erledigt ist, dann geht's ab nach Kärnten und dann geht's nach Salzburg. Hinaus zu den Menschen. Hinaus zu den Menschen, so wie wir es in den letzten eineinhalb Jahren als einzige Partei getan haben, wo sie alle anderen eingebunkert haben. Wir werden dorthin gehen, wo sich die anderen nicht hintrauen, weil sie damit rechnen müssen, dass ihnen vollkommen zu Recht die nassen Fetzen entgegenflogen kommen. Und wir werden dorthin gehen, wo sich die anderen zu fein dafür sind, sich mit den Leuten und mit ihren Sorgen und mit ihren Nöten abzugeben und wo sie die Nase rümpfen, wenn die einfachen Leute mit ihren Anliegen daherkommen. Dort werden wir hingehen und wir werden das gerne tun. Und lieber Erwin Angerer, in Kärnten werden wir auch eine Pizza essen gehen, in Mühlstadt, glaube ich. Da kann man gut Pizza essen, das weiß ich aus der Vergangenheit.
und dann werden wir den Menschen erklären, was dieser Kaiser für einer ist. Dann werden wir den Menschen erklären, dass dieser Kaiser eigentlich in seinem ganzen politischen Konzept nichts anderes ist als ein Erbschleicher. Das ist ein Erbschleicher des Jörg Haider. Was anderes ist der nicht. Und weil die SPÖ ja so eine große Freude hat mit der Erbschaftssteuer, werden wir Erbschaftssteuer kassieren am Wahltag, lieber Erwin, in Form von einigen Prozenten, die die Roten zu zahlen haben werden an die FPÖ für diese Erbschleicherei. Das werden wir gemeinsam erleben. Und in Salzburg werden wir den Landeshauptmann in die Luxuspension schicken. Und ich sage es gleich hier, das ist schon eine Art vor Abgeständnis. Ich sage das gleich. Ich werde mir bei diesen Auftritten in Niederösterreich und in Kärnten und in Salzburg, ich werde mir was ganz Ungeheuerliches erlauben. Ich werde ganz was ungeheuerlich tun. Ich werde es wieder tun. Ich werde wieder meine olivgrüne Jacke anziehen. Das ist... Ja. Das ist die Jacke, die vor ein paar Tagen bei der Linkstwitteria in diesem Land, wo sie das auf unserem Plakat Festung Österreich entdeckt haben, zu regelrechter Schnappatmung geführt hat. Ich werde es wieder tun, ich verspreche es. Aber nicht deshalb, weil ich damit eine Uniform imitieren will, wie man mir unterstellt hat, und nicht deshalb, weil ich damit irgendwelche Codes in irgendwelche Richtungen aussenden möchte. Nein, erstens, weil sie fein warm ist und von einer Kärntner Firma. So fängt das Ganze schon einmal an. Ja. Zweitens, weil meine Frau gesagt hat, dass sie mir gut steht. Und das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Und drittens, das muss ich jetzt in die Kamera hineinsagen, weil ich weiß, sie schauen so. Und drittens, weil ich mir von euch, ihr woken Quälgeister, nicht vorschreiben lasse, was ich anziehe. Ihr könnt mir den Buckel hinunterrutschen. Es ist schön, dass ihr das auch so seht. Wir könnten einmal einen grünen Jackentag machen. Da wäre was los. Ja. Ja, aber das zeigt, wie sie ticken in diesem Land. Und das ist ja nicht irgendjemand, der sich da aufgeregt hat, sondern das ist ja die Creme de la Creme des österreichischen Qualitätsjournalismus. Das muss man da ja immer dazu sagen. Das sind diejenigen, die in einer Art inzestiösen Selbstinszenierung sich jedes Jahr gegenseitig die Preise umhängen. Die sind es, die überall auf der Hut sind, die überall wachsam sind vor totalitären Entwicklungen, hauptsächlich dort, wo es keine gibt. Und deswegen machen sie dann Jagd auf Rechtspopulisten in olivfarbenen Jacken, auf Gastrounternehmer, die sich gegen üble Kundschaft zur Wehr setzen, oder auch auf die Regenten, die nichts Böses am Radetzky-Marsch finden. Das ist die Jagdgesellschaft, die Creme de la Creme des österreichischen Journalismus. Aber wenn die eigene Bevölkerung eingesperrt wird, wenn das Land gespalten wird, wenn die Leute drangsaliert werden,